Danke, René. Schönen guten Nachmittag zusammen. Ich freue mich, Sie alle zu sehen. Wer mich noch nicht kennt, ich freue mich, dass ich ein paar Leute auch schon kenne. Ich bin Benjamin Fritsch, ich bin Geschäftsführer von Viozo. Wie viele von Ihnen wissen, beschäftigen wir uns von Viozo mit Warping, mit Edge Blending, mit Gebäudeprojektion, mit Domprojektion. Und es ist heute etwa genau 3 Jahre her, da stand ich mit Herrn Rahl zusammen auf der Roadshow für Wings Platinum 4. Und das war die erste Variante, wo sozusagen Viozo und Wings Platinum, wie es damals auch hieß, zusammengearbeitet haben. Und ich möchte heute das einfach mal nutzen und sagen, dass ich die letzten 3 Jahre sehr genossen habe. Wir haben extrem viele spannende Projekte zusammen gemacht, viele wirklich wundervolle Installationen, was auch zum Teil gar nicht bewusst ist. Wer von Ihnen zum Beispiel weiß, dass Wings Viozo in über 60 deutschsprachigen Theatern als Medienserver eingesetzt wird? Das sind so Fakten, die gehen immer unter. Andere Medienserver sind flipper und cooler. Ich finde, wir haben extrem viel Tolles gemacht. Und ich muss einfach sagen, weil ich bin jetzt auch wieder stolz, das neue Wings AV hat nicht mehr viel mit Wings Platinum 4, dem alten Tool, wie es war, zusammen. Das ist ein richtig vollwertiger Medienserver geworden, inklusive DNX-Mapping, inklusive wunderbaren Sachen halt für Live-Keying, für interaktive Sachen. Ich finde toll, dass wir dabei sind, immer als Viozo. Wir wollten nicht nachstehen, Viozo muss ja auch ein bisschen was tun. Das heißt, erstens ist es bis jetzt so gewesen, dass Viozo immer eine Option war. Man konnte einen Wings 4 kaufen und Viozo dazu von extra Aufpreis. In der neuen Variante ist es immer mit drin. Also es hat sich so erfolgreich herausgestellt, dass es jetzt in jedem Wings einfach mitgeliefert wird. Und ich kann allen nur raten, probieren Sie es, machen Sie mal verschiedene Kamerakalibrierungen. Denn das System selbst haben wir auch verbessert. Wir messen zwar weiterhin so eine Fläche ein, haben wir für uns gemacht. Wir messen aber mittlerweile auch komplexere Flächen ein, das heißt Rundkuppeln, Horizonte, Domprojektionen. Wir haben letztes Jahr alleine um die 40 Außenprojektionen betreut, also wirklich große Gebäudeprojektionen. Und da gibt es einige nette neue Features. René wird das uns mal zeigen, weil von Ihnen kennen es vielleicht einige auch gar nicht. Wir haben hier ein wunderbares Setup aufgebaut mit der stumpfe Leinwand Nummer 1. Das ist Artikel Nummer 00014. Da vorne sind 2 Projektoren, die wirklich niedrig und klein sind. Also ganz im minimalen Maßstab. Und hier vorne steht eine Kamera. In dem Fall einfach eine normale Webcam, eine Logitech-Kamera. Und was wir jetzt machen werden, wir werden verschiedene Testmuster, Kugeln, Streifen auf diese Leinwand projizieren. Also mit der Kamera wiederum aufnehmen und es nutzen, um am Ende automatische Software zu machen, automatisches Warping zu machen, automatische Inhaltsverteilung, das heißt, wo ist eigentlich welcher Teil. Die Arbeit, die Sie sonst mühsam einrichten so müssen. Hier bei so einem Setup, das haben wir auch mit der Kamera eingemessen, weil wir mittlerweile einfach faul werden, kann man natürlich auch hergehen und sagen, ich drücke das alles per Pixel, per Hand. Ne? Aber Zeit ist Geld. Und Geld ist wirklich auch notwendig, gerade in den Zeiten. Das heißt, ich lasse Sie ein, probieren Sie auch auf normalen weißen Leinwänden mal so eine Einmessung zu machen. Das andere ist natürlich, Sie haben eine ungewöhnliche Fläche, Sie haben Halbhorizont. Sie wollen vielleicht mal 3 verschiedene Ebenen bespielen. Das lässt sich wunderbar mit einer kamerabasierten Einmessung besser machen, als es heute ist. Und die Krönung sind wirklich solche Sachen, wie das, was Sie gerade in Polen gesehen haben. Das waren 12 Panasonic für 21er, also wirklich schöne Projektoren, doppelt gesteckt auf einer unregelmäßigen Oberfläche. Da können Sie mit einer händischen Kalibrierung nichts mehr machen. Es gab keine Möglichkeit, ohne Kamera zu arbeiten. Ne? Und das Schöne daran ist, so eine Kamerakalibrierung macht sich auch völlig unabhängig davon, wo ist Ihr Inhalt. Bei 12 Projektoren legen Sie mal fest, welcher Projektor genau was zeigt. Die Kamera lässt Sie einfach auf einer großen Fläche arbeiten und Sie können wirklich tolle Sachen machen. So, jetzt läuft es auch. René hat es gestartet. Hier sehen Sie mal das Streifenmuster, was da drüber läuft. Danach läuft noch ein Punktmuster und danach können wir Informationen sozusagen über die Fläche sammeln, über die Helligkeit der Projektoren, über die Anordnung der Projektoren und das dementsprechend nutzen. Das Ganze ist nativ in Wings Viozo eingebaut, das heißt man kann diese Kalibrierung durchführen und im gleichen Moment einfach auch für die Show nutzen. Das ist der erste Projektor. Das ist egal, was da für eine Kamera dran hängt. Ja, wir empfehlen, also diese Logitech ist eine Wunderwaffe, ne? Das ist ein Carl Zeiss Objektiv, Full HD macht super Bilder, 30 Hertz. Aber wir empfehlen Industriekameras für etwas professionellere Einsätze. Vorteil ist, die sind dann LAN-gebunden, also Ethernet-Kabel, schön lang, einen Kilometer weit weg zur Not. Die haben eine größere Auswahl an verschiedenen Objektiven, also sie wissen ja nicht, wo die Kamera steht und liefern einfach eine sehr hohe Auflösung, zum Teil 3000 mal 2500 Pixel. Ne? Wenn ich wirklich eine 40 Meter Bühne habe, ist es schon entscheidend, dass ich ein bisschen Pixel mitkriege. Auf der anderen Seite, die haben auch Flächen eingesetzt, die 350 mal 260 Meter groß waren. Also das, man kann schon was tun. Hier sehen Sie mal, was nach dieser Einmessung passiert. Die beiden Projektoren sind automatisch zu einer Fläche zusammengefügt worden. Ich nehme das Software ist berechnet, die Inhaltsverteilung, die Projektoren stehen gerade. Und danach kann ich auch noch hergeben, wie René jetzt davor macht, und diese Fläche beliebig anfassen. Ich kann sie mit
verschieben in meiner Projektionsfläche. Ich kann es auch rund machen, wenn ich jetzt meine halbhorizontale Fläche habe. Mal ein bisschen rund. Eine Kuppelprojektion. Und ich arbeite immer nur noch mit einer einzigen Fläche. Das heißt, ich muss mir das so vorstellen, heute ist es ja so, welcher Inhalt kommt wohin, wo splitte ich eigentlich auf? Nachdem sie kalibriert haben, haben sie eine Fläche, auf der sie arbeiten können. Selbst wenn das jetzt 10 Projektoren sind, haben sie vielleicht trotzdem nur 3000 mal 3000 Pixel Video drauf und sie können es einfach abspielen. Und ich lade sie ein, das zu probieren. Wir spielen als Partner von Verstumpfe, mit denen wir sehr gerne zusammenarbeiten, auch mal für Support direkt bereit. Das heißt, wenn sie mal Probleme haben, einfach kurz anmelden. Ich würde mich freuen. Ich finde, dass Lebenserfahrung eine super Sache geworden ist und wünsche Ihnen noch viel Spaß beim weiteren Nachmittag. Ich gebe mich zurück an. Hey. Danke schön. Danke.